Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg zockt. Matchpoint Tennis Championships heißt das Spiel und das ist ja eine Tennissimulation dahingehend, dass man eine Karriere etc. machen kann. Das haben wir ja mittlerweile öfters bei Sportspielen. Früher waren Sportspiele primär so, ja man hat halt Tennis gehabt und hat Tennis gespielt. Jetzt hast du halt noch eine Karriere außenrum. Gibt es auch bei Formel 1 oder bei FIFA zum Beispiel. Finde ich eigentlich eine relativ gute Sache. Das Spiel ist von Calypso. Besten Dank für den Key, möchte ich da nochmal sagen. Und mal reingeschnuppert gibt es primär deswegen, also nicht ein ganzes Let's Play. Ich bin nicht so der Tennis-Freak. Also von daher, aber ansehen möchte ich mir das natürlich trotzdem. Ich war schon mal kurz drin bei der Karriere, habe festgestellt, das ist nicht ganz einfach, das Ding. So, ich würde sagen, wir verwalten mal die Karriere. Das wäre dann hier, da muss ich schnell gucken. Also das ist die ich gemacht habe. Hier haben wir eine neue Karriere. Starten wir die mal. Weil da kommen wir auch zum Spielen, also ins Spiel rein, dass wir da einen Gegner haben. Ja, interessanter Zeitgenosse, männlich, Varun. Ich würde sagen, das nehmen wir so. Wie komme ich hier wieder raus? Indem ich auf Fertig gehe. Guck mal an. Spieler speichern. Ja, nee, Moment, das war hier, fortfahren. So, jetzt habe ich's. Wenn ich so gut spiele, wie ich gerade im Menü rum navigiert habe, dann Halleluja. Nein, eben ein bisschen habe ich schon gespielt, es ist wirklich schwer. Also, die Gegner sind relativ stark. Da haben wir schon das erste Spiel. Wahrscheinlich um einzuschätzen, wie gut wir sind. Würde ich mal sagen. Also, dann schauen wir mal, wie gut wir sind. So, mal ein schöner Aufschlag. Oh, ja, man sieht, der Gegner ist tatsächlich relativ stark. So, war das ein Slice? Wenn man's, oh, come on. Out, okay. Du hast eine Schwachstelle entdeckt. Ach, ich glaube, der Gegner hat vor allem bei uns eine Schwachstelle entdeckt. Würde ich mal behaupten. So, ich muss wirklich extrem aufpassen, dass ich den Ball nicht ins Out schlage. Ja, okay. Mal einen Schlag wechseln. Juhu, der war nicht schlecht. Aber er hat ihn. Oh, ein Passierschlag allerdings out. Guck mal. Da haben wir unsere ersten Punkte. Sehr gut. Da bin ich froh. Oben sieht man, im Prinzip haben wir schon gespielt, also wir natürlich nicht, aber wir stehen hier mitten im Spiel drin. Jawohl, Passierschlag, hat leider nicht geklappt. Oh, aber sei nur dafür schon, heiliges. Also ich muss sagen, ich spiele auf Amateur, auf der untersten Stufe, aber vorher habe ich mal auf Mittel gespielt, keine Chance. Und selbst als Amateur, man sieht es hier, es ist relativ happig, also der kam dann doch relativ fies zurück, der Ball. Ja, aber das war jetzt, ja, okay. Das hat geklappt. Der war nämlich noch drin. Da sind wir zufrieden. So, mal so eine. Oh, das ist nicht so clever. Dann kann er den... Och, nö. Okay, die Taste lasse ich weg. Wiederholung haben wir noch. Sehen wir hier. Wir können auch die Kamera noch ein bisschen bewegen. So, ja, keine Chance. Wenn ich dem natürlich den Ball so hinlege. Moment. Kamera bewegen mache ich nachher. Erstmal spielen. Uff. Ja, okay. Halleluja. Kamera bewegen war hier. Dann hast du sozusagen fast eine Ego-Perspektive, aber das ist natürlich entsprechend schwer. Boah. Seht ihr das? Auf Amateur. Ein Passierschlag aus dem Lehrbuch. Der war, glaube ich, drin. Ja, und dann habe ich wieder das Problem. Der ist wieder out. Ärgerlich, ärgerlich. Was haben wir? Es gab ein paar Momente, in denen man Hoffnung haben konnte. Ja, aber das waren nur ganz wenige Momente, wo man Hoffnung haben konnte. Eine klare und unmissverständliche Niederlage. Ja, also das diente, glaube ich, wirklich dazu, festzustellen, wie gut wir sind. Beziehungsweise, ja, wie gut ist da übertrieben. Aber ich sage gerne nochmal, es ist nicht einfach. So, du hast ja deinen Platz in der MPT-Rangliste verdient. Jetzt beginnt deine Reise, um irgendwann die Nummer 1 der Welt zu werden. Tritt Events über ABAI, verwende X, um ein Event zu überspringen. Und zum nächsten verfügbaren Event zu gehen, verwende LB oder RB, um durch das Spielermenü zu navigieren. Okay, das haben wir hier. Da können wir das aussehen etc. Wir können noch einen neuen Trainer einstellen. Rangliste geht noch nicht. Jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Moment, wie komme ich zurück? Mit B. Nee, das ist nicht B. Wo haben wir denn? Wo ist denn auf meinem? Da ist B. Ich spiele nicht. Nein, möchte ich nicht verlassen. Ich spiele nicht allzu oft tatsächlich mit dem Controller. FIFA jeweils. Und jetzt das hier natürlich. Ja, ich möchte... Nee, ich möchte ihn nicht überspringen. Ich möchte es gerne starten. Das war, glaube ich, mit A. Jawohl, wird geladen. Das klingt schon mal gut. Jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass der Gegner schwächer ist als den wir gerade hatten. Das heißt, das wird hier eher bitter. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, haben wir den mal dahin.
kann man machen. So wie es aussieht. Wieder ein Slice, wenn es denn ein Slice ist. Boah, ja, keine Chance. Heiliges. Also der Schwierigkeitsgrad ist happig. Ich sage nochmal, ich spiele tatsächlich gerade auf Amateur, der untersten Stufe. Ja, kommst du nicht ran? Dann ist der Ball out. Ui, ja, das wird eine interessante Partie. Ja, ist wieder out. Schade, das ist durch. Das sind drei Break-Möglichkeiten in Serie. Jetzt schon? Achso, ja, logisch. Ja, den hat er halt auch. Machen wir nochmal einen Slice. Ja, der hat geklappt. Der war tatsächlich gut. Das freut mich natürlich. Dann haben wir wenigstens auch einen Punkt gemacht. Wo habe ich den denn hin? Also muss mal hier. Ja, ist ein guter Schlag. Oh, zu früh gedrückt, sag mal. Aber war, glaube ich, out. Dann wäre es ja unser. Ja, das war es unser Punkt. Sehr gut. Auch gut. Jawohl, sehr schön. Genau auf die Linie. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen Glück. Aber ich glaube, ich habe jetzt meine Lieblingstaste gefunden. Oh, zurück, zurück, zurück. Jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen variantenreich spielen mit den Schlägen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Nochmal ein Slice dazwischen. Jawohl. Oh, den hat er noch. Aber den hat er nicht mehr. Ui, guck mal. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal aufgeholt. Halleluja. Ja, man kommt natürlich rein, wenn man ein bisschen spielt. Klar, dann wirkt der Gegner auch nicht mehr so übermächtig, wenn man selber dann plötzlich mal ein bisschen gesehen hat, wie man hier zu Punkten kommen kann. Ach, okay, der war tatsächlich out. Dann müssen wir hier eher sicher schlagen. Jawohl, auch nochmal ein Passierball. Das darf ja nicht wahr sein, die Breakchance liegen gelassen. Ja, drei Möglichkeiten hat er gehabt, hat er gar keine genutzt. Sehr schön, wir führen. Das war ein Fehler. Ja, es macht schon Spaß. Also man muss sich unbedingt... Ah, Käse. Oh. Ui, den habe ich nicht mehr. Aber der wäre, glaube ich, sowieso im Out gewesen, dachte ich. Ja, Fehler, allerdings gefährlich. Das wäre fast ein Ass gewesen. Nochmal Doppelfehler, sehr gut. Also nicht nochmal Doppelfehler, sondern Doppelfehler. Ui, dafür dann ein Ass. Jawohl, da haben wir es. Manchmal lohnt es sich auch mal. Ui, jetzt kriege ich den Ball nicht mehr retourniert. Sagt man dem so? Ich glaube schon. Eieiei. Komm, mach mal den Roger Federer hier, Kollege. Ah, out. Schade. Der wäre nämlich, der wäre gut gewesen. Aber dann hätte er im Feld drin sein sollen, müssen, hätten. Ja, der war out. Aber wir gehen natürlich auch mal ein bisschen Risiko. Hilft ja nichts. Oh, keine Chance. Das war ein Return. Heiliges. Habe ich vorher immer Passierschlag gesagt? Das war ein Return eigentlich, ganz klar. Ja, den kriegt er aber auch nicht mehr. Das war ein Passierschlag. Wie gesagt, ich bin nicht der Tennisprofi. Aber so ein bisschen kenne ich mich dann doch aus. Also ein bisschen wenigstens. Der war auch draußen. Sehr gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus für uns. Ja, knapp. Drin. Und passieren. Ja, das ist eine Taktik, die funktioniert. So, wir haben Breakbälle. Ah, schade. Da haben wir den Breakball weg. Glaube ich. Ich muss schnell gucken. Oben, ja. Hä? Irgendwie? Na, ist egal. Ich spiele jetzt einfach mal. Oh! Ja, keine Chance. Da komme ich nicht ran. Wie steht's denn? Jetzt ist 40-40. Jetzt ist Deuce. Einstand. Sehe ich das richtig? Müsste. Ja, den hat er nicht. Schön passiert wieder. Advantage für uns, also Vorteil. Wenn wir den Punkt holen, haben wir das Spiel. Also das eine Spiel. Ja, haben wir auch. Sehr gut, damit führen wir 2-0. Und gewinnt dieses Spiel. Ne, wir führen 2-1. Okay, aber wir führen. Also, das ist ja das Wichtige. Ich wollte gerade sagen, zurück. Oh, drin, drin. Jawohl, sehr schön. Das war natürlich auch ein sehr guter Schlag. Also, ja, kann ich auch mal sagen, das ist ja nicht, weil ich es könnte, sondern das war halt ein guter Schlag. Nicht falsch verstehen. Oh, okay, der ist out, aber ich muss mal schnell gucken. Die B-Taste ist es. Das ist tatsächlich mein neuer Lieblingsschlag. Da
Damit kann man relativ gut passieren. Ich serviere ihn leider ihm genau auf den Schläger. Nein, schade, ich wollte oder ich habe die ganze Zeit den Lob gesucht und nicht gefunden. Der war, glaube ich, ganz oben. Slice. Ich glaube, das ist ein Slice. Bitte verzeiht es mir, falls es anders wäre. Oh, viel zu weit. Ja, viel zu weit. Viel zu spät genommen den Ball. Schade, 30-30. Ja, der war nicht schlecht. Jetzt in die andere Ecke. Kommt da ran und passiert mich. Der Wahnsinnige. Ja, da ist der Ball wieder im Out. Schade, aber ein schöner Ballwechsel. Er entschuldigt sich, ich weiß nicht wofür. Macht man eigentlich meines Wissens nach primär, wenn der Ball das Netz berührt und darüber hoppelt. Dann entschuldigt man sich ja beim Ping-Pong, Tischtennis ja auch. So, mal Tempo ein bisschen anziehen. Ja, der war nicht schlecht. Ah, der war zu wenig nach außen. Ja, jetzt haut ihn wieder runter. Das ist natürlich... Oh, aber er haut ihn ins Netz. Da haben wir Glück gehabt. Ja, immerhin habe ich den Lob wieder gefunden. Da bin ich natürlich froh. Aber man sieht, die Ballwechsel, sie ziehen langsam an. Out. Ja, sehr gut. Da gehen wir 3-1 in Führung. Sehr schön. Nehmen wir natürlich dankend mit. Gleich mal ein bisschen rumhetzen den Mann. Ah, out. Leider. Ja, da haben wir auch mal einen Ass gelandet. Sehr gut. Versuche ich gleich nochmal. Mal gucken. Nein, den hat er. Oh, knapp. Hat aber funktioniert. Oh, lalala, ja, das funktioniert dann nicht mehr. Schade. Das sind im Prinzip Unforced Error. Sehe ich das richtig? Wenn man die ganze Zeit selber Fehler begeht, ohne dass der Gegner da was macht. Oh, der war schön. Jawohl. Im richtigen Moment zugeschlagen. Der war tatsächlich noch drin, okay. Und wieder passiert. Okay, 40-30. Das sieht tatsächlich gut aus. Oh, da passiert er uns. Ja, da haben wir wieder die Use. Es ist hart umkämpft, das Ganze. Man sieht es relativ deutlich. So, den Slice einstreuen. Wenn es denn ein Slice ist, ich sage es immer wieder. Und dann mal wieder ein bisschen pushen. Oh! Wie kriegt er den? Wie kriegt er den Ball darüber? Das ist ja Weltklasse-Tennis und das eben auf der Amateurstufe, sag mal. Ah, out. Schlecht. Da holt er ein Spiel auf. Ja, komme ich nicht ran. Boah, komme ich auch nicht ran. Jetzt hat er irgendwie, weiß auch nicht. Was hat denn der jetzt in der Pause da getrunken, sag mal? Ja, da jagen wir ihn wieder ein bisschen rum. Jawohl, sehr gut bis jetzt. Gefällt mir. Oh, und dann geht er wieder ins Out. Ah, habt ihr gesehen? Das ist dann jedes Mal so knapp. Ist natürlich fies, weil das ist mit dem Controller relativ schwierig natürlich zu machen. Dass ich da sehr präzise das Ganze habe. Oh, schon wieder out. Ich habe es eigentlich gemerkt, als ich gedrückt habe. Jetzt haben wir 3-3, jetzt haben wir unsere Führung verdattelt. Ja, dafür haben wir einen Ass hingelegt. Das freut mich. Oh, ja, komme ich wieder nicht ran. Eieiei. Er kommt halt immer gleich wieder zurück, der Kollege. Jo, das war Fehler, das hat man vom Schiff aus gesehen. Oh, und da passiert er mich. Mhm. Schlecht. Er dreht auf. Wir waren auf einem guten Weg. Oh, er hat ihn allen Ernstes. Nein, und dann wieder ins Out. Kommen die Breakbälle hier gleich im Doppelpack. Ja, jetzt hat er zwei Breakchancen. Schlecht für uns.
Ja, und verwerte gleich die erste sensationell. Jetzt hat er das Break. Also da muss ich schon sagen, vom Schwierigkeitsgrad her, wenn ich mich jetzt irgendwie immer wieder um den Schwierigkeitsgrad kümmere, es ist happig, definitiv. Oh, der ist noch drin, der war genau auf der Linie. Sehr schön gespielt von ihm. Heieiei. Sieht nicht so aus, als würden wir das eben doch gewinnen. Ich dachte jetzt ein Momentchen, der ist draußen. Wir hätten da durchaus eine Chance, eine realistische. Ah, ich habe mich nicht getraut, der Linie entlang zu spielen. Weil ich Angst hatte, der Ball ist dann wieder draußen. Ach, apropos. Da ist er wieder draußen. Oh, jetzt ist aber langsam... Sag mal, das ging vorher besser. Nein, ja, das war klar, da komme ich nicht ran. Also das war relativ diskussionslos, das Ganze. Holt er sich auch noch, problemlos. Und dann ist er wieder draußen. Vorher die Bälle, die ich vorher so gespielt habe, die waren alle drin. Was ist denn los jetzt? Okay, der ist out. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir nicht antun, dass er mich jetzt wieder so passiert. Ja, dann passiert er mich eben so. Heieiei. Ich müsste, glaube ich, nochmal nach innen versuchen, das Ganze. Ja, jetzt hätte ich die Seite wechseln sollen. Oh, wieder große im Out. Gelegenheit. Ja, ich krieg die Bälle nicht mehr ins Feld rein, komischerweise. Hintereinander. Der war knapp. Oh, keine Chance. Da kriegt er plötzlich irgendwie so eine Fahrt, der Ball. Zeitpunkt aufgegeben, aber dennoch in diesem ersten Satz den kürzeren gezogen. Ja, also, ersten Satz haben wir verloren. Ja, machen wir mal nochmal ein, zwei Minuten. Fehler. Ärgerlich, weil wir waren eigentlich gut unterwegs. Zu Beginn. Kann es sein, dass der Gegner mit der Zeit dann halt stärker wird, weil er... Ja, zum Beispiel unsere Schwächen halt erkennt. Da stand ja vorher was von wegen Schwäche erkannt. Längerer Ballwechsel jetzt. Boah, zu weit hinten. Es ist tricky, aber ich muss sagen, es macht Spaß. Also wenn ihr irgendwie einen Flair habt für Tennis in irgendeiner Form... Dann kann ich euch das Spiel tatsächlich ans Herz legen. Ihr seht ja, was es ist. Deswegen mache ich ja diese mal reingeschnuppert. Oh, genau serviert. Auf ihn. Nochmal. Oh, wenn ich den noch gebracht hätte, das wäre dann definitiv auch nicht schlecht gewesen. Aber das ist halt wieder wenn, wenn, wenn. Fehler. Ja, da haben wir wieder out. Jetzt, ich falle irgendwie zurück in den Anfang vom Niveau her. Das ist noch interessant. Ich habe tatsächlich den Verdacht, dass der Gegner im Laufe der Zeit halt einfach stärker wird. Wir sehen sie relativ deutlich. So, ich wollte eigentlich schon lange in die andere... Och, ja genau. In die Richtung wollte ich eigentlich ursprünglich. Das ist richtig. Das war aber nicht, was ich wollte, dass der Ball rausgeht. Oh, das ist wieder meilenweit daneben. Machen wir mal den hier. Oh, jetzt passieren. Er stand so weit außen. Ja, und dann passiert er mich wieder. Also ich bin fast sicher, dass der massiv dazu gelernt hat. Im Laufe dieses Spiels sogar. Ja, jetzt holt er nämlich die. Oh, okay, so einen habe ich noch gar nie gemacht. Jetzt weiß ich auch warum. Die sieht er auch nicht ohne. Schade, out. Ja, schade, ich kriege ihn nicht weit genug zur Seite, weil sonst ist er wieder im Out. Boah, ja, das ist ja unglaublich, was der für Schläge drauf hat. Also eben bei Amateur, ich sag's nochmal. Heieiei, wie sieht das denn bei Profis aus? Da hast du ja wahrscheinlich... Da siehst du überhaupt kein Land mehr. Ja, jetzt habe ich endlich auch mal wieder so einen hingekriegt. Da bin ich natürlich dankbar. So, ich würde sagen, wir machen dieses Spiel noch fertig. Also bis... ja, bis es entweder 1-1 steht oder 2-0. Der war auch nicht schlecht. Vielleicht komme ich jetzt wieder in Form. Wer weiß.
Ja, guck mal an. Da haben wir doch tatsächlich das Ass. Sehr schön. Nein. Oh, doch, hat geklappt. Ui, out. Okay, Vorteil für uns. Advantage. Ja, leider nicht so erwischt, wie ich gerne gehabt hätte. Das Ganze. Nein, schon wieder zu weit. Die habe ich noch nicht raus. Da ist wieder Deuce, also Einstand. Ah, ärgerlich. Schade. Oh, ein Doppelfehler. Ganz ärgerlich. Damit hat er Vorteil. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, und da hat er sein Spiel gewonnen. Ja gut, liebe Freunde, ich denke, ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Also mir macht es durchaus Spaß. Aber da ich eben nicht so ein riesen Tennis-Fan bin, werde ich da kein Let's Play machen. Vom Spiel her wird es ja nicht gehen, weil es macht tatsächlich durchaus Spaß. Aber mir fehlt da das Tennis-Interesse ein bisschen. Wenn euch Tennis Spaß macht, wie gesagt, ihr seht ja, das Spiel ist eigentlich tatsächlich relativ gut. Und eben der Karrieremodus, der ist ja auch vorhanden. Das Spiel gibt es bei Steam. Den Link dazu, den schreibe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder mal. Macht's gut. Bis dann, euer Roger Federer. Nein, nicht ganz. Bis dann, der Heisenberg zockt. Tschüss, bye bye.